Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, im Moment kommt ja wirklich eine Neuheit nach der anderen. Ich kriege meine Sachen wie jedes Jahr von verschiedenen Lieferanten, meine Händler, die ich immer habe. Ich weiß aber nicht, welche Neuheit von welchem Händler kommt, weil die Bestellung ganz einfach zu lange her ist, ne? Drum dachte ich mir, ehe ich da jetzt wieder alleine reinschaue, schauen wir das zusammen an. Und ja, ich zeige ja hier nur die Kunststoff, die Plastikgeschichten, die Resinfiguren und Co. lasse ich komplett weg, weil es wird sonst absolut zu viel und ich kann auch gar nicht alles vorstellen. Ich habe ja sogar Probleme hier nachzukommen. Also, drum bin ich gespannt, was wir hier drin haben. Könnte Collector sein. Rein von der Form, von der Größe vom Karton. Bin eigentlich nicht so mit Collector, aber ich muss sagen, diese Meerestiere, die dieses Jahr erscheinen, finde ich großartig und die wollte ich auch alle haben. So, und ich sehe hier schon die Rechnung. Augenblick. Ja, die mache ich aus. Okay, was haben wir hier alles drin? Passt auf. Ja, Collector und diverse andere Geschichten. So, lass uns mal schauen. So sieht das Ganze aus. Ist nicht wirklich viel, wie man meinen könnte, aber es sind halt viele einzelne, eher kleinere Geschichten. Und das werde ich hier natürlich jetzt auch gleich mal ganz grob auspacken. Also, eins nach dem anderen. So, da freue ich mich wirklich drauf. Ich finde es mega interessant. Wir haben hier den Belemnit, dieser Tintenfisch, der urzeitliche. Ich pack's gleich aus. Als nächstes haben wir hier die schwarze Witwe mit drin. Habe ich jetzt, glaube ich, auch von jedem Hersteller. Dann die Justice League. Superman. Da kommen übrigens noch ein paar Figuren. Die kriegt ihr im Moment wirklich nachgeschmissen. Die sind so dermaßen im Ausverkauf. Ihr kriegt die Figuren teilweise für 3 Euro. Ich kann mit Superhelden wenig anfangen, aber es sind Schleichfiguren. Es sind wirklich sehr schöne Geschichten dabei. Ich werde nicht alle bekommen, aber dennoch ein paar. Ich finde die Pose hier klasse. So, dann haben wir hier Otto Ceras. Alles Neuheiten. Als nächstes den Riesentrilobit. Wie krass. Wir haben diesen Pfeilschwanzkrebs. Noch seht ihr wenig, aber ich hole es noch aus den Tüten hier raus. Ganz grob zum Angucken. Natürlich auch den neuen Commodore-Varan von Collector. Bin ich gespannt, denn hier haben sie eine Zunge modelliert. Finde ich sehr mutig, weil die meistens zu dick werden. Aber wir schauen es uns an. Dann von Bunnyland endlich mal den Kelten, Leute. Unsere Vorfahren hier. Der absolute Wahnsinn. Alte Figur. Freue ich mich tierisch drauf. Dann haben wir hier neues Ammonit. Die Ammonit, der Ammonit. Habe ich die von Bunnyland eigentlich schon gezeigt? Und auch schön gemacht. Was auch nicht fehlen darf, dieses Perlboot hier, finde ich faszinierend. Das schauen wir uns an. Den neuen 1000-Füßler von Collector. Da bin ich auch mal wirklich gespannt. Finde ich schön, dass man solche Geschichten auch mal in dieser Größe hier rausbringt. Und wir haben hier noch die alte Hermannsschildkröte von Papo. Auch die kommt dieses Jahr neu raus. Die wollte ich doch gerne mal vergleichen, weil die ist hier halt noch etwas einfacher bemalt. Hermannsschildkröte, eher braun gehalten. Die neue hat hier ein tolles Muster drin. So, ja, dann fangen wir mal an mit dem Commodore-Varan von Collector. Okay, kompaktes kleines Kerlchen mit Haar drin. Okay. Ja, das ist doch eher einfach gearbeitet. Der Schwanz ist viel zu kurz. Du liebe Zeit, ich hab's befürchtet. Die Zunge hängt hier raus, so wie es sein soll. Und die ist halt extrem dick, ne? Darum verzichten echt viele Hersteller drauf, weil es einfach nicht mehr realistisch aussieht. Aber ist okay, ist okay. Ist halt sehr, ja, wie soll ich sagen, kindlich modelliert. Die Proportionen stimmen 0,0. Ihr habt vielleicht noch den Commodore von Rebore im Gedächtnis, was ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit hier vorgestellt habe. Kann man natürlich nicht vergleichen, klaro, aber da haben wenigstens die Proportion gestimmt. Genauso wie beim Schleich-Commodore-Varan. Und sie haben hier wieder ein Fleck hingesetzt. Das ist so albern, Collector, echt. Aber sie machen das bei jedem ihrer Viecher. Okay, Review kommt dazu. Oder sagen wir mal so, ich hoffe, dass ich dazu komme. Ne? So, dann haben wir hier die Schildkröte von Papo, das ältere Modell. Schönes Stück mit extrem ausgestreckten Beinen. Kommt ja übrigens von Rebore jetzt auch eine Grab and Go Galapagos Schildkröte. Andenken an den Lonely George oder wie hieß er. Noch extremer ausgestreckt alles. Also so wie sie ihn mehr oder weniger ausgestopft haben. Man muss das mal so sagen. Ich finde es eine extrem übertriebene Pose. Aber naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich die jetzt endlich mal habe. Und mit der neuen Ausgabe von Papo vergleichen werde.
Okay, dann der riesen Tausendfüßler, was ja eigentlich der 100-Füßler ist, hier mit extra Karton. Hui, okay. So sieht das Ganze aus, hat eine tolle Größe, muss ich sagen, und sie haben es auch recht bunt bemalt, das Ganze braun, dann gelb, was hier in Orange reinläuft, aber sieht cool aus, hier von vorne, mega, pfeift euch das rein, die Kiefern, die Fresswerkzeuge, schön zu sehen hier vorne. Hat jetzt lange gedauert, bis sie ihre Figuren ausliefern konnten, unter anderem natürlich Corona zu verdanken, klar, aber schönes Teil, wie ich finde. So, dann hier das Pellboot. Wie haben sie das umgesetzt? Ui, da ist ordentlich was dran, mein lieber Scholli. Überall Fäden dran. Vom Bemalen oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ein schönes Modell. Über die Zeichnung hier kann man sich streiten. Aber ich sag ja, ich find's toll, dass Collector dieses Jahr so Geschichten rausbringt. War auch eine Anfrage von verschiedenen Museen, so wie ich das mitbekommen habe. Ich muss sagen, das ist schon ein schönes Stück, hat auch eine tolle Größe. Bemalung lässt hier ein bisschen zu wünschen übrig, aber auf jeden Fall kurios das Ganze, muss man klar sagen. Das Pellboot. Dann Uraltfigur von Bulliland. Schöne Sachen gemacht. Ein Kelte mit Schild und Schwert und natürlich entsprechender Kriegsbemalung. Ja, blau auf Haut, gab schon lange Zeit vor Braveheart. Die typisch gestreifte Hose. Schön, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte als die heutigen Figuren. Aber ich freue mich über sowas. Finde ich großartig. Dann auch noch ein Kelte. Der Germane fehlt mir auch noch. Schön. Finde ich toll, so Sachen. Kann er noch stehen? Ach, bombig. Guckt euch das an. Das Gummi, was Bulliland früher genommen hat, war bombig. Sehr schön. Also, Leute. Einer unserer Vorfahren. Die Clans waren untereinander auch immer verstritten. Und wenn sie sich dann mal irgendwann zusammengerafft haben, ja, dann gute Nacht, ne? Wie oft haben sie Rom überrannt? Dreimal, viermal? Auf jeden Fall krass. Und dann gab es ja auch noch den Teutoburger Wald, ne? Tja, so, dann haben wir hier Otto Ceras. Ich kenne mich wenig aus mit diesen Geschichten. Das ist hier schon rausgegangen. Mit den weichen Tentakeln. Aber ich finde es einfach faszinierend. Man sieht halt immer die Fossilien. Und ich finde schön, dass da Collector jetzt einfach dieses Jahr mal eine ganze Gruppe mit diesen Wassertieren hier herausgebracht hat. Übrigens auch ganz weich aus Gummi. Gefällt mir. Schöne Geschichte. Anspruch natürlich nicht ganz so hoch, aber trotzdem nett gemacht. Dann haben wir hier den Pleuroceras Ammonit. So sieht das aus. Gibt es auch schon von allen möglichen Herstellern. Safari, Bulliland und jetzt hier auch noch von Collector. Die Tentakel, ganz verrückt, wie sie die hier angeordnet haben. Gefällt mir gut. Die Augen haben sie auch schön deutlich gemacht. Krasse Viecher, oder? Auch von der Form her gefällt mir das richtig, richtig gut. Ich sag ja, man findet da Fossilien überall. Aber das jetzt mal hier komplett zu bekommen und hat hier auch ein nettes Muster, muss man sagen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Gebiet, wo sich viele für interessieren, aber mich freut es wirklich. Ich liebe so kuriose Geschichten. Darum wollte ich die auch wirklich gerne haben. So, dann haben wir hier Pfeilschwanzkrebs. In einer ordentlichen Größe, auch das gibt es von allen möglichen Herstellern. Die Augen kann man hier auch etwas erkennen. Schön, wie die Platte hier gestaltet wurde. Bemalung ist nicht wirklich aufwendig, aber sehr gut gelungen, wie ich finde. Hier die Unterseite mit den Fresswerkzeugen und den kleinen Gliedmaßen. Schaut euch das an. Cool. Ne, auch Pferdehuf genannt, wegen der Form hier. Krasses Teil. Krasses Teil. Das Gummi, der Kunststoff, gefällt mir wirklich gut. Schön. Auch die Bemalung. Geht für mich absolut klar. Waren ja auch recht unscheinbar. Von dem her, weniger ist manchmal mehr. Cooles Teil, wirklich. So, dann haben wir hier den Riesentrilobit. Haben ihre Tüten alle zugeklebt mit Klebeband. So sieht die Unterseite hier aus. Hier steht sogar komplett Redlichia Rex Trilobit mit einem geprägten Collector hier. Schaut euch das an. So kommt das Vieh von oben. Burner, oder? Sieht doch echt aus wie ein Alien. Krass. Gefällt mir gut von der ganzen Struktur hier. Auch die Bemalung geht absolut klar. Was ein cooles Teil, wirklich. Sind auch coole Preise, ne? Obwohl nicht wirklich groß, tut es dir teilweise echt weh, was dieses Jahr verlangt wird.
Ja. Aber schön, wirklich schön. Gefällt mir gut. So, dann haben wir hier die schwarze Witwe. Die hat, glaube ich, einen Durchmesser von 13 cm. Boah, mega Plastikform. Hol ich mal raus. So sieht sie aus, die gute. Hat sogar ein nettes Farbenspiel. Ist nicht einfach nur schwarz. Man hat hier auch noch ein dunkelbraun mit reingebrusht. Okay, und unten die typische rote Färbung oder der rote Fleck halt. Ne? Spinnenwarzen sind auch vorhanden. Ein riesen CE-Zeichen. Wie krass. Also, schön. Die schwarze Witwe in einer coolen Größe. Und auch hier ein schönes Gummi. Gefällt mir alles gut. Cool. Dann hier Belemnit. Auch zusammengeklebt. Krass. So. Die Form ist schon abgegangen. So sieht das aus. Dieser urzeitliche Tintenfisch. Das Auge ist cool. Haben sie mit so Metallic Blau bemalt und einer schwarzen Pupille drin. Nicht schlecht, das kommt gut, hat eine schöne Wirkung. Wirkt tatsächlich wie unter Wasser. Ja, ansonsten haben sie hier das Grau einfach gesprenkelt, aber haben sie nett gemacht, muss man sagen. Alles schön weich, das Ganze. Hier vorne sieht man auch die Fresswerkzeuge, diesen Schnabel. Okay, ja, gefällt mir auch gut. Mal gucken, ob ich da vielleicht mehrere von den Teilen in ein Video packe, weil ich kann euch nicht allzu viel zu diesen Tieren hier sagen. Aber sie gefallen mir halt rein von der Form her. Rein optisch finde ich die bombig. Ne? Man kann ja auch nicht zu allem alles wissen. Aber so kuriose Geschichten finde ich cool. Finde ich toll, weil kostet einen Haufen Geld in der Produktion. Und bis das reinkommt, muss ich da einiges verkaufen. Und ob da die Käuferschaft so groß ist, dass sich das lohnt, also ich finde es schon gewagt. Aber wie schon gesagt, sie werden es in erster Linie mal an Museen verkaufen. Und da gehen halt entsprechend interessierte Leute rein und nehmen sich sowas auch mit. Ja. Bin auch gespannt auf die Aufrufzahlen der Videos. Kann sein, es guckt sich kaum jemand an. Aber mir ist es auf jeden Fall wert zu zeigen. Ne? So. Ja, dann noch ein Urzeitwesen. Superman von Schleich. Ja, die Justice League. Ich finde die Pose sehr gut, gefällt mir. Haut hier in den Boden rein. Wann war das? 2016, 2017? Da steht nicht mal Datum drauf, oder? Nee, auf jeden Fall, Schleich hatte da mal die Superhelden-Lizenz gekauft. Ich glaube, das lief nicht wirklich gut, denn die ganzen Figuren haben sich halt eher an den Comic-Vorlagen orientiert und nicht an den Filmen, sprich er kennt keine Schauspieler. Ja, also ich bekomme da einige davon und die werde ich auch reviewen, ganz klar. Oh, hier haben sie die Figur schlecht draufgeklebt, sehe ich schon, du liebe Zeit. Aber ich fand es auf jeden Fall nett gemacht, aber ja, trotz dass sie eigentlich relativ günstig immer angeboten wurden, war es mir doch zu teuer, denn dafür bin ich zu wenig Superheldenmensch. Ich kann da nicht viel mit anfangen. Die einzigsten Comics, die ich damals gelesen habe aus der Richtung, waren definitiv Hulk, Spider-Man, ja, gegen die Echse und der Silver Surfer. Natürlich hat man auch immer die Kinofilme angeschaut, aber die Superhelden mit ihren komischen bunten Capes und so weiter, ja, das fand ich immer extremst albern. Auch wie Thor von Marvel dargestellt wurde, kriege ich übrigens auch noch, war nicht wirklich meine Welt. Ne? Superhelden, die sich als Superhelden verkleiden, finde ich total bescheuert. Bis heute. Aber ist natürlich nur meine Meinung. Gut, also das dazu. So, also hier nochmal die Ausbeute aus diesem Paket im Überblick. Diverse Dinge von Collector, wir haben Schleich, wir haben Bulliland und Papo. Machen wir einfach nochmal von links nach rechts. Der Collector Ammonit, der Collector Commodore Varan, Collector Belnit, der Kälte von Bulliland, Superman kniend von Schleich davor. Das gemeine Perlboot von Collector, nochmal davor. Otto Ceras, ganz hinten der Tausendfüßler von Collector. Davor von Collector die schwarze Witwe. Daneben ebenfalls von Collector der Riesentrilobit. Dahinter Collector Pfeilschwanzkrebs. Und ganz rechts außen die Hermannsschildkröte von Papo. Gut, einiges, wenn nicht sogar alles, werde ich in einzelnen Reviews besprechen. Aber das kommt halt alles so nach und nach. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay. Yeah.